Hallo, ich bin Vanni und zeige dir, wie du deine Fee-Balkonpflanze richtig eintopfst. Folgende Dinge brauchst du dazu: deine Pflanze, den Pflanzenkübel, den Erdsack, eventuell Handschuhe, da verzichte ich drauf, die Kartonunterlage, außer du magst es, deinen Arbeitsplatz dreckig zu machen, so wie wir, dann kannst du die Unterlage auch einfach weglassen. Ganz wichtig, in diesem Video sprechen wir über Pflanzen, die bei Fee gekauft wurden. Denn bei uns bekommst du nämlich deine Pflanze fix fertig mit dem richtigen Außentopf und der richtigen Erde. Falls du deine Pflanze woanders gekauft hast, ist es wichtig, dass du sie vorher erst vorbereitest. Das heißt, du solltest ihre Wurzeln schneiden und eine passende Erde wählen. Außerdem musst du auch unbedingt einen Topf wählen, der groß genug ist und ein Drainagesystem enthält. Du hast noch Fragen? Dann melde dich unbedingt bei uns. Nimm dir deinen Pflanzenkübel und bedecke dein Drainagesystem mit einer Schicht Erde. Diese Schicht kannst du gut mit deinen Fingern andrücken. Entferne dann das Papier um den Erdball deiner Pflanze. Du musst keine Wurzeln zurückschneiden oder auflockern, denn das haben wir schon für dich gemacht. Stelle deine Pflanze jetzt schön mittig erstmal in den Topf rein und guck, auf welcher Höhe sie sich befindet. Die obere Kante deines Erdballens sollte hier ca. 3 cm unter dem Topfrand liegen. Vielleicht musst du noch Erde hinzufügen oder sogar rausnehmen. In meinem Fall müssen wir jetzt auffüllen. Das ist nicht wenig. Sind es 3 cm? Perfekt, dann füllen wir jetzt alles ringsherum mit Erde auf. Achte darauf, dass deine Pflanze schön gerade steht. Du kannst nun die Erde am Rand seitlich schön runterdrücken, damit auch alle Hohlräume schön verschwinden. Aber Achtung, bloß nicht auf die Pflanze selbst oder den Wurzelballen drücken, das mag sie nämlich gar nicht. Hier oben solltest du maximal nur eine leichte 1 cm Erdschicht drauflegen. Du solltest deine Pflanze nicht begraben. Sie soll einfach nur hübsch aussehen. Und zum Schluss kannst du einfach ringsum einmal schön gleichmäßig gießen, damit sich die Erde nochmal richtig toll verteilt. Falls die Erde beim Gießen zu stark absackt, kannst du einfach nochmal ein bisschen Erde nachfüllen. Aber Achtung, danach bitte nicht mehr gießen. Tada! Und fertig! Jetzt kannst du noch in dem passenden Pflegeguide nachlesen, wo du deine Pflanze denn jetzt am besten hinstellst. Hast du noch Fragen, dann melde dich unbedingt bei uns. Wir sind nämlich super gerne für dich da. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deiner neuen grünen Freundin.